der de Welt löb use Pat, wie wild uck lieg ut gorn. Und ist dat Leven stur und hart, et Mottos doch geron. Wann Krüz hoch über Dachwerk steit, wann Jung und Old to Hope geit, und alle set den Plauch dafür, komm wie all der Dörr. Oft ist dieser Text im Lied der Landjugend in der Vergangenheit gesungen worden. So auch während der Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen der Landjugendgruppe Bakum im August 2000. Wöchentliche Gruppenstunden mit politischen, fachlichen und religiösen Themen gehörten zum Jahresprogramm. Man sprach über die Bundes- und Landespolitik, über die Landwirtschaft in Bakum und informierte sich über die Gemeindepolitik. Zudem war das Erntedankfest der Landjugend das Fest des Jahres. In der Chronik liest man aber auch, dass dieses Fest mit Mädchen zusammen gefeiert wurde. Ein besonderer Spaß war damals auch der Kochkurs für Männer, der von Maria Hoping geleitet wurde. Vor fast 50 Jahren war es nicht selbstverständlich, dass auch Männer Aufgaben in der Küche übernahmen. So wurden Schnellgerichte für den Ernstfall erprobt oder ein Wettbewerb für den besten Koch veranstaltet. Die damaligen Mitglieder der Landjugend bedauerten sehr das Ausscheiden von Vikar Josef Schorer in Bakum schon nach sehr wenigen Jahren. Heute sind Begegnungen mit Jugendlichen aus der ganzen Welt eine Selbstverständlichkeit. Jedoch zu Beginn der 70er Jahre war der Austausch mit Jugendlichen noch etwas Besonderes. So fuhren einige Vorstandsmitglieder der Landjugend auf direktem Weg nach Holland und suchten Kontakt in der kleinen Gemeinde Aalbergen, unmittelbar hinter der Grenze zu Holland. Unbürokratisch, ohne viel Formalitäten, fand man hier eine vergleichbare Gruppe. Gegenseitige Besuche in Bakum und in Aalbergen wurden schnell organisiert. Nachfolgend sind noch weitere von einigen Aktivitäten dieser Zeit zu sehen. In der Chronik des Jahres 2000 ist zu lesen, dass auch die Landjugend sich sehr stark verändert hat. Damals waren die Mitglieder älter und kamen zum größten Teil aus der Landwirtschaft. Heute kommen die Mitglieder aus allen Berufsgruppen, was als sehr positiv bewertet wird. Die Landjugend wies damals eine größere Anzahl von Mitgliedern auf, da noch nicht so ein breites Feld an Freizeitangeboten bestand. Zum 50-jährigen Jubiläum zählte die Landjugend insgesamt 69 Mitglieder.